Schönen guten Morgen am Samstag, 4. Mai. Ich habe nicht schlafen können, weil ich an euch gedacht habe, YouTuber. Gebello heute. Barcelona Outfit. Warum? Darum. Ja, ich habe mal die Filme angeschaut, die ich raufgeladen habe. Und die sind verbesserungsbedürftig, deswegen ein bisschen Bavaria Filmstudio, Hollywood und so, Licht ins Gesicht und so, geschminkt habe ich mich nicht. Ich habe mich noch nicht geschminkt. Ja, und man kann ja auf YouTube verbessert sich jeden Tag. Die haben ja selber so Filmmanager, ne? Da kann man eigentlich, ich habe festgestellt, man kann mit einer Spezialgenehmigung Filme rauflade mit über 15 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde, eine Woche. Aber ich nicht. So, das war's. Ich darf nur bis 15 Minuten. Und dann solche Gesellschaft wie zum Beispiel ZDF oder ARD oder was weiß ich, die können Dokumentarfilme von Stunden raufladen. Aber mal ganz ehrlich gesagt, wer schaut sich schon so lange Dokumentarfilme an? Ich möchte heute das Thema anpeilen von der deutschen Wissenschaft. Ich liebe die Wissenschaft und ich liebe Technik und ich liebe Sachen wie Beispiel, die die Welt verändert haben, ne? Und möchte ein Thema anpeilen. Dieses Thema heißt heute für mich 15 Minuten lang Transrapid. Transrapid, eine deutsche Erfindung. Eines der Dinger, den ich persönlich sagen muss, sehr faszinierend, weil nicht die Franzosen sind draufgekommen, nicht die Amerikaner, nicht die Engländer. Siemens hat vor 50 Jahren ein paar Wissenschaftler, Ingenieure und etc. etc. im Emsland arbeiten lassen und haben eine totale neue Revolution erfunden, und zwar die Magnetschwebebahn, genannt auch Transrapid, genannt auch Stoibers Rapid von Hauptbahnhof bis nach London oder was weiß ich. Ja, und was ist mal wieder typisch deutsch? Die erfinden eine so Sache, eine Revolution, eine universelle Revolution wie die Magnetschwebebahn, die funktioniert auf Basis von keinen Verschleiß, nicht so wie die Züge, die wir seit 100 Jahren haben. Schiene und Kontakt, Metall auf Metall. Die Magnetschwebebahn ist eigentlich die beste Erfindung, wo es gibt. Ja. Aber es ist mal wieder typisch deutsch, ne? Die erfinden was und in Shanghai, am Flugplatz von Hauptbahnhof vom Flugplatz in Shanghai, ist diese Anlage installiert, die ist von Siemens dort gebaut wurde. Die Chinesen haben, glaube ich, 20 Milliarden Euro dafür bezahlt, damit dieses Ding in 9 Minuten von A nach B geht. Und jetzt frage ich mich, liebe deutsche Wissenschaftler, Siemens-Ingenieure, Angela Merkel, was soll das? Wir brauchen die Magnetschwebebahn in Deutschland und in Europa, damit wir uns schneller verbinden können. Und was ist? Das Ding ist nicht genehmigt worden. Angeblich zu teuer. Nachdem sie schon 100 Milliarden Euro ausgegeben haben an der Erfindung und der Verbesserung der Magnetschwebebahn, alias auch Transrapid. Auf Italienisch Transrapido. Transrapido. Das heißt ganz einfach, schnell. Das ist wahnsinnig. In Shanghai ist das Ding, läuft perfekt, ohne Wenn und Was.
ohne Zwischenfall. Und bei uns machen sie schon in der Hose, wenn der Stolper sagt, vom Hauptbahnhof bis nach was weiß ich wo, 10 Minuten, aber offiziell gesehen ist die einzige Bahn in Shanghai installiert. Toll, super. Ich habe mir ausgerechnet, wie viele Arbeitsplätze diese Transrapidbahn und allgemein in Deutschland bei dieser Bedürftigkeit, wie viele Arbeitslose, sag mal, wie viele Arbeitsstelle das Ding eigentlich herstellen würde. Angela Merkel, jetzt passen Sie mal auf. 3, 4, 5 Millionen neue Arbeitsplätze könnten erschaffen werden, wenn die Transrapidbahn in Deutschland den Zug, unsere heutigen technische Zugverbindung ersetzen würde. Die ganze Bahngleise wegbaue, schmelze. Nur noch dieses Prinzip. Das ist wahnsinnig. Das muss man sich mal so vorstellen. Der Transrapid fährt mit einer Geschwindigkeit von über 400 km/h. 400. Genauso schnell wie der französische Déjà-vu. Ne? Der Franzose fährt sogar, glaube ich, 500 oder 600. Ich weiß nicht, ich muss mal reinschauen auf YouTube. Das spielt aber keine Rolle. 400 ist schon eine super Geschwindigkeit. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, wer was für ein Wissenschaftler auf die Idee gekommen ist, etwas erfunden wurde, ist in Europa und dahinter im asiatischen Raum. Die Chinesen sind jetzt schon so stark, man kann sie kaum aufhalten. Nein, man hat sie auch noch bestückt mit europäischer überlegener Technologie. Also, mir fehlen die Worte. Ich muss jetzt mir unbedingt eine Zigarette drehen. Die Chinesen sind und waren schon immer eine Weltmacht. Nee. Und ein Europäer kann nur zukunftsweisend nach China schauen. Weil die Chinesen bei fast 2 Milliarden Einwohnern, die brauchen zu essen, zum Trinken und die möchten leben im Luxus. Ne? Ist auch richtig so. Die Chinesen haben ja jahrhundertelang im Elend gelebt, wenn man so sieht. Und die chinesische Mauer und so und so. Nee. Und jetzt? Die führende Macht nach Indien oder Indien und China sind aber selbe Level. Ja, und das Schwerpunkt ist heute für mich die Transrapidbahn. Ich finde es eine Enttäuschung, deswegen mache ich einen Aufruf auf deutschen mächtigen Industriellen. Bitte verschenkt diese Technologie nicht den Chinesen, weil der Chinese baut nach. Aber Gott sei Dank habe ich erfahren, dass sie alles nachbauen können, bloß nicht diese Technologie. Gott sei Dank. Weil die ist sowas von komplex. 50 Jahre lang ist nach diesem Verfahren in Emsland bei über 10.000 Ingenieuren durchgearbeitet worden. Dass es alles nicht auf eine Diskette passt oder auch nicht auf einem DVD-Speicher. Die Technik dieses Transrapid ist so komplex,